Wunderschönen guten Abend, Freunde. Mein Name ist Dennis von der Pfleka Fotografie. Ihr seid auf meinem Kanal. Heute Abend geht's um das Thema Bildbearbeitung und warum ich ein Befürworter von Bildbearbeitung bin und warum ich auch der Meinung bin, dass Bildbearbeitung zum Fotografenjob dazugehört. Falls euch das Thema interessiert, bleibt's einfach dran. Und falls ihr noch nicht getan habt, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, kommentieren, bevor es danach vergesst. Ich würde mich freuen. In dem Fall, bis gleich. Ja, zum Thema Bildbearbeitung. Es gibt immer wieder die Diskussionen, warum Bilder bearbeiten. Ich habe auch schon Kommentare unter Videos gekriegt. Alle YouTuber sind Photoshop-Fans und Lightroom-Fans. Ja, sind wir. Und ja, bin ich auch. Also ich gehöre da ganz gewaltig auch dazu. Das hat aber folgenden Grund. Denn Bildbearbeitung gehört für mich, für das Fotografendasein einfach dazu. Das ist genauso unser Handwerkszeug beim Fotografieren wie dem Schreiner sein Leim. Genauso wie dem Schornsteinfeger seine Bürste. Genauso, ihr wisst, was ich sagen will. Ich brauche da nicht noch mehr aufzählen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir Bildbearbeitung durchaus betreiben müssen. Ja, deswegen wollte ich heute Abend mal mit euch darüber sprechen, wie ihr zu der Sache steht, beziehungsweise warum ich das so sehe oder wie ich die Sache sehe und warum ich der Meinung bin, dass Bildbearbeitung sein muss. Und wenn ich dann gleich mal das erste Beispiel hier einblenden darf, und zwar ist das ein Beispiel. Ich muss hier ein bisschen ablesen, ich habe mir das hier vorbereitet. Es ist ein Beispiel von Adam Elsheimer, nämlich ein bekannter Maler und ein bekannter Maler, der die Flucht nach Ägypten gemalt hat. Und auch hier auf diesem Bild, ich blende euch das hier ein, da drüben blende ich euch das ein. Auch hier sieht man auf diesem Bild, hier wurde schön gemalt, aber wenn man das Bild tatsächlich so genommen hätte, wie es stattfinden würde, dann wären die Menschen, die in der Mitte des Bildes zu sehen sind, hier oben, wären nicht so klar sichtbar bei Nacht. Der Mond würde nicht so extrem dort sichtbar sein und die Spiegelung im Wasser, die ist natürlich sichtbar, aber die fangen wir auch in der Fotografie auf. Was wir dann halt natürlich nicht auffangen, ist eventuell die Milchstraße, wie sie hier auf dem Bild ist. Oder die Tiere, die da klar zu erkennen sind auf dem Bild. Oder eben, wie schon angesprochen, die Menschen. Also die Tiefen hat er hier trotzdem ausgezeichnet. Und das können wir mit der Fotografie beim regulären Fotografieren alles so gar nicht auffangen. Das heißt, wir müssen in der Nachbearbeitung mit dem RAW einfach in diese Methode reingehen und müssen dann unser Handwerkszeug auspacken, nämlich gucken, dass wir die Tiefen anpassen, dass wir die Farben anpassen, dass wir das Rauschen eventuell rausnehmen, dass wir Kontraste nehmen, dass wir Belichtungen hoch und runter setzen, dass wir Farben anpassen. Genau solche Dinge, das gehört doch alles dazu und das darf auch sein. Das finde ich, muss auch so sein. Und deswegen habe ich hier ein weiteres Beispiel, und zwar geht es hier um The Fight von Turner JMW. Ein Bild, das knallige Farben hat, auch in der Malerei, denn viele regen sich auch immer wieder auf. Das Bild hat viel zu krasse Farben, der Himmel war niemals so. Ja, ich habe schon Sonnenuntergänge gesehen, da würde anderer sagen, das war niemals so. Ich war aber dabei, ich kann es bezeugen, dass die Sonnenuntergänge so waren. Und in der Fotografie, wenn wir eben nicht immer mit dem Verlauffilter arbeiten oder eben nachher in der Nachbearbeitung die Fotografien so aufbearbeiten, dass wir das einigermaßen wieder zum Leben erwecken können, das einigermaßen wieder so hinzaubern können, wie wir das festgestellt haben oder erlebt haben,
so will ich sagen, dann geht das Bild einfach verloren. Dann kann man hier diese Stimmung, die dort geherrscht hat, kann man dann nicht einfangen. Und genau das will ich doch aber. Ich möchte doch diese Stimmungen einfangen und möchte doch dem Betrachter meines Bildes genau das zeigen, was ich dort... Jetzt muss ich mal gucken hier. Jetzt hat mich der Autofokus verloren. Warum auch immer. Wartet mal. Da ist er dahin. Jawohl. So. Ich möchte doch dem Betrachter einfach zeigen, dass ich dort war und dass dort genau diese Stimmung geherrscht hat. Und warum auch immer gibt es dann Skeptiker, die sagen, boah, das die Tiefen viel zu hoch gezogen und so weiter. Leute, ganz im Ernst, das gehört zum Handwerkszeug eines Fotografen. Meine Meinung. Kann mich jeder berichtigen, wie er nachher möchte. Kann jeder nachher seinen Kommentar drunter schreiben, wie er die Sache sieht. Ich bin auch ein Bearbeiter oder bearbeite meine Bilder manchmal gerne poppig, manchmal gerne auch mal mit etwas krasseren Farben. Aber in der Regel bin ich eigentlich jemand, der gerne schaut, dass das Bild nachher so rüberkommt, wie es eigentlich stattgefunden hat. Und deswegen bin ich da kein Fan davon, großartig Bilder extremst zu bearbeiten. Krasse Farben, rote, knallige, knallrote Farben, wo tatsächlich nicht existieren können. Aber, ja, wie dem auch sei, auch hier in der Malerei, ihr seht es nochmal hier auf dem Bild oben, hier in der Malerei wurde auch da schon gezeichnet, denn wir haben hier zum Beispiel das Schiff, das extrem aufgehellt ist. In der Fotografie müssten wir jetzt wieder entscheiden, Himmel oder Schiff. Das Schiff wäre nachher definitiv dunkel, wenn ich mich für den Himmel entscheide, oder der Himmel wäre ausgebrannt, wenn ich mich für das Schiff entscheide. Und so müssen wir eben abwägen. Und dann müssen wir eben nachher gucken, mache ich eine Mehrfachbelichtung? Kann ich das mit zwei Bildern eventuell rauskitzeln, oder mit drei oder mit vier, je nachdem, was ich noch alles dort haben möchte. Aber ich habe doch heute auch die Möglichkeiten, teilweise gar keine Mehrfachbelichtungen oder Doppelbelichtungen mehr zu machen. Das heißt, ich kann doch einfach hergehen und kann in Lightroom oder Photoshop nachher die Bilder so bearbeiten, dass es tatsächlich wieder ungefähr dem entspricht, wie es auch gewesen wäre, wenn wir eine Doppel- oder Mehrfachbelichtung gemacht hätten. Und so auch ein Bild von einem berühmten, sehr berühmten Maler, Van Gogh, Sternennacht. Guckt euch dieses Bild an, Sternennacht. Auch hier hat er ganz klar den Sternenhimmel schön aufgezeichnet. Die Stadt ist definitiv sichtbar. Wir würden jetzt wieder sagen, okay, da hat der Fotograf dann schön die Tiefen hochgezogen, die Lichter sind klar zu erkennen. Warum auch nicht? Es ist doch möglich. Es ist doch machbar heutzutage in der Fotografie. Und warum sollen wir es dann nicht tun? Genauso ein Beispiel von mir jetzt, von heute. Hier habe ich dieses Bild gemacht. Und das hier ist das Original. Da ist das Original. Und ich habe aus diesem Bild das gemacht. Warum habe ich aus diesem Bild das Bild gemacht? Weil ich mal ein bisschen Makrofotografie heute ein bisschen gemacht habe. Weil ich darf zurzeit nicht viel machen. Ich war letzte vergangene Woche im Krankenhaus. Warum ist nicht so wichtig. Mir geht es auf jeden Fall wieder gut. Ich bin wieder fit. Fakt ist auf jeden Fall, warum kann ich das so machen? Ich habe hier das so fotografiert. Es ist keine Mehrfachbelichtung, das kann ich jetzt schon sagen. Es ist auch kein Stacking. Es hat auf Anhieb so funktioniert. Man sieht es auch, wenn man ganz genau hinschaut, habe ich hier und dort kleine, leichte Unschärfen drin. Es ist dennoch jedes Härchen zu sehen. Manchmal sieht man sogar so eine Art Wassertropfen bei dieser Fliege oder was es ist.
Aber ich habe es tatsächlich aus diesem Bild hier gemacht. Und warum nicht? Ich habe hier lediglich Farben verändert, habe reingekroppt und das übrigens mit der Canon R6 Mark II mit dem EF 100 Makro, wo viele immer skeptisch sind und sagen, wow, mit der Canon R6 Mark II 24 Megapixel, die kackt da ab, wenn ich so ranzoome. Mm-mm, tut sie nicht. Es ist möglich. Das nächste Bild, vor ein paar Wochen in Hagnau, ich verlinke das Video hier oben, vor ein paar Wochen in Hagnau aufgenommen, schaut euch hier wie das Original an und das ist das Bild, was ich draus gemacht habe. Ist da jetzt ein ganz krasser, großer Unterschied? Ja, ich habe die Farben ein bisschen geändert, ich habe den Farben ein bisschen mehr Lebendigkeit gegeben, ich habe geguckt, dass ich den Himmel ein kleines bisschen aufhell, ich habe die Tiefen hochgezogen, habe den Vordergrund an sich mit den linearen Verlauf in Lightroom genommen, habe die Tiefen hochgezogen, habe den Vordergrund ein bisschen aufgehellt, so dass man auch schön ins Wasser reinsehen kann, denn dafür habe ich ja auch schließlich meinen Poolfilter drauf gehabt. Ich habe den Steinen ein ganz kleines bisschen einen lilanen Flair gegeben, denn auch die Sonne hat tatsächlich noch auf die Steine geschienen und ihr könnt mir glauben, dieses Bild ist doch ziemlich authentisch. Also ich finde es nicht krass, wenn es krass sein sollte. Okay, dann ist das die Meinung des Betrachters und dann ist das eben so, damit muss man leben und damit muss man zurechtkommen. Nicht jedem gefällt jedes Bild. Das habe ich schon mal angesprochen, gerade in der Street Art Fotografie. Ich kann dann auch mal hier ein Video verlinken, wo ich in Meersburg unterwegs war. Ja, nicht dort, nicht jedem gefallen alle Bilder. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wenn ein Betrachter ein Bild anguckt und es zieht ihn förmlich hinein, okay. Wenn er sagt, what the shit, was ist denn das für ein Mist? Dann ist das eben auch so. Dann soll es so sein. Gar keine Frage. Kann so sein, darf so sein. Dafür machen wir das Ganze hier ja. Wir wollen ja auch nachher, später, dass die Leute sich tatsächlich auch von unseren Bildern angezogen fühlen, sich gerne da zurechtfinden, die Bilder gerne anschauen. Ja, dann müssen wir auch mit Kritik leben. Deswegen habe ich das Bild genommen von Meersburg, auch hier ein Link dazu, wo ich unterwegs war zum Fotografieren, ein Video davon gemacht habe, das Kritik gekriegt hat, gerade mit dem Thema Photoshop und so weiter, alle YouTuber sind Photoshopler, ja, sind wir vorhin schon mal angesprochen und das sind wir gerne, gar kein Problem, denn das gehört zu unserem Handwerkszeug, so sehe ich die Sache. Also was habe ich bei diesem Bild hier gemacht? Ich habe bei diesem Bild hier dem Sonnenuntergang einfach noch mal ein bisschen mehr Farbe gegeben. Ich habe die Tiefen aufgehellt, ich habe das Wasser aufgehellt. Ich habe geschaut, dass man die Lichtsterne, die dort entstanden sind, also die Blendensterne, die dort entstanden sind, habe ich geschaut, dass man die eindeutig sehen kann und dass die gut sichtbar sind. Und damit das Bild einfach ein bisschen mehr Tiefe kriegt, habe ich vorne dran mehr Platz gelassen. Und mehr habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Ich habe mir hier ein Preset zusammengestellt für solche Nachtfotografien. Das lege ich da grundsätzlich erstmal drüber, schaue mir das an, ob das passt. Meistens passt es ganz gut. Und so auch hier in diesem Fall. Ich habe dann hier und da noch ein bisschen die Tiefen aufgehoben, habe noch einen linearen Verlauf drüber gelegt und habe da und da noch ein bisschen was gedreht. Es ist aber wirklich nicht extrem viel, denn diese Farben, die dort am Hafen, ich weiß nicht, wer von euch nachts schon mal am Hafen fotografiert hat, diese Farben, die am Hafen sichtbar waren, bei dem Sonnenuntergang oder auf dem ersten Bild sichtbar sind, hier oben, wie das übrigens wieder das gemachte und da das Original, diese Farben haben tatsächlich stattgefunden. Also warum soll ich die nicht aufheben? Warum soll ich die nicht hochnehmen? Warum soll ich die nicht zeigen, diese Farben? Also von dem her,
Ich finde, lange Rede, kurzer Sinn, Diskussionen hin oder her, wir können und wir müssen sogar. Denn gerade, wenn wir mal einen Auftrag haben, Kommunion, Familienshooting, egal was, Hochzeiten, wir müssen Bilder bearbeiten. Bei mir geht kein Bild raus an die Kundschaft, das nicht vorher bearbeitet ist. Denn auch hier möchte ich ja eine gewisse Stimmung vermitteln. Ich möchte auch einen gewissen Flair vermitteln. Wenn ich da einfach nur sage, okay, das Bild kam so out of cam und mach da vielleicht einfach noch ein bisschen die Sättigung hoch, dann ist das für mich nicht ausreichend. Denn manche Bilder brauchen einfach auch einen Retro-Look, einen schönen Charme-Weiß-Look oder sonst irgendwas. Und das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist übrigens, euch muss dieses Bild einfach gefallen. Euch, euch selbst und niemand anderem im Prinzip. Natürlich, wir möchten unsere Bilder gerne zeigen und wir möchten auch gerne, dass andere, gerade auf Insta und auf Facebook und was es nicht alles gibt, möchten wir ja, dass die Leute sagen, boah, geil, das ist ein cooles Bild. Aber in erster Linie seid ihr die Künstler und ihr müsst es vermarkten bzw. verkaufen können oder an den Mann bringen können und ihr müsst dafür gerade stehen können. Und wenn ihr das nicht könnt, dann erwartet von niemand anderem, dass er eure Bilder schön findet. Von dem her, bleibt einfach geschmeidig, macht einfach euer Ding, schaut euch eure Bilder danach an, bearbeitet eure Bilder, wenn euch danach ist, dass ihr die Bilder bearbeiten wollt. Wenn es out of cam schon geil aussieht, braucht man ja nichts bearbeiten. Alles gut, kein Problem. Aber ich mach's einfach unheimlich gern, denn diese Spielereien mit dem mit Lightroom, mit Photoshop und so weiter helfen mir, gehören für mich, wie gesagt, zum Handwerkszeug eines Fotografen dazu. Und von dem her bin ich der Meinung, ja, wir müssen bearbeiten. Und ja, wir dürfen auch bearbeiten. Gerade in der Landschaftsfotografie und unbedingt bei Kundschaft. Wenn ihr Bilder für Kundschaft macht, bearbeitet die Dinger. Also, bleibt geschmeidig, habt Spaß an der Bearbeitung, am Fotografieren, denn auch die Bearbeitung gehört zur Fotografie dazu. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und würde mich mal interessieren, wie ihr zu dem Thema steht. Aber bitte Leute, ganz ehrlich, ich war offen und ehrlich zu euch, also seid ihr konstruktiv und ehrlich zu mir, denn das ist das, was ich heute ganz ehrlich vermisse. Man verurteilt immer gleich und schreibt da Kommentare drunter, die teilweise echt unter aller Sau sind. Das ist meine Meinung, ihr könnt eure Meinung sagen, aber bitte sachlich, fachlich und nicht gemein, sondern korrekt und dann passt die Sache und dann sind wir Freunde. Und wenn wir Freunde bleiben und ihr mir treu bleibt, dann sehen wir uns nächste Woche beim nächsten Video. In dem Fall wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Tag, wann immer ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Dennis.